This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir den 5. November 2018. Einige Jahre sind vergangen seit dem 5. November 1605, in dem der Schießpulverplot war, mit dem die Jesuiten damals versucht hatten, in England im Parlament den König und die Exekutive, das Parlament, in die Luft zu jagen. Die Jesuiten, die unser Leben in vielerlei Weise bestimmen, oftmals ohne, dass wir es verstehen, weil sie die ganze Unterhaltung, die ganze Ausbildung, im Grunde die ganze Welt in ihren Klauen halten, weil sie die Mitarbeiter des Teufels sind. Die Jesuiten auf der einen Seite, die römisch-katholische Kirche auf der anderen und beide zusammen mit dem Teufel gegen Jesus Christus und gegen diese Welt. Nun, ich habe mich heute hier eingefunden, um ein neues Projekt zu starten, mit dem ich übrigens schon sehr lange den Gedanken mit mir rumtrug, es zu bringen. Und vor wenigen Wochen hatte ich ein Video geschaut von Presence of God Ministry, das ist ein SDR, eine SDR-Gemeinschaft. SDR steht für Seventh-day Remnant, also das ist ein ausgetretener Sieben-Tags-Adventist. Er ist aber trotzdem, veneriert er Alan White, trotzdem hat er Sieben-Tags-Adventistische Lehren in sich, hat sich halt nur losgesagt von der Kirche. Aber wie das halt oftmals so ist, und ihr wisst das ja auch durch viele eure eigenen Studien, die euch dahin gebracht haben, wo ihr heute seid, man kann nicht ganz auf die Sieben-Tags-Adventisten verzichten. Die bringen viel Studien raus über Geschichte, die man woanders so schwierig findet. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich die Dinge anzugucken. Auf jeden Fall, wenn ich auf dem seinen Kanal abonniert, ihr werdet den gleich sehen, weil ich werde gleich ein kleines Video zur Einleitung spielen. Und da werdet ihr ihn sehen und hören. Das Video ist deutsch untertitelt. Das hat
Bruder Viktor ganz fantastisch gemacht, der mich in dieser Arbeit auch sehr unterstützt, zusammen mit Bruder Maximilian, die mir die Texte, die ich Ihnen in Englisch gebe, übersetzen ins Deutsche, dass ich sie euch vortragen kann. Also jedenfalls, der Presence of God Ministry hat vor wenigen Wochen ein Video rausgebracht über Nonnen, die Kinder gefoltert haben. Und da war bei mir, das hat bei mir das fast zum Überlaufen gebracht. Ich hatte schon lange die Absicht, Videos zu machen über den Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Wie ich dieses Video oder diese Serie nennen werde, weiß ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht wird mir dann in den nächsten Stunden oder so noch ein passender Titel zu einfallen. Auf jeden Fall geht diese ganze Videoserie um den systematischen Kindermissbrauch in der römisch-katholischen Kirche, und zwar in Zusammenhang mit der Sodomie, ja, also der Homosexualität, der homosexuellen Agenda. Weil die zwei Dinge hängen ursächlich zusammen, und das werden wir besprechen in dieser Studie. Diese Studie ist nichts für leichte Gemüter. Ja. Es geht mir nicht darum, irgendwelche fiesen Bilder zu zeigen oder sonstige Sachen, aber in den Artikeln, die wir lesen werden, vor allen Dingen der Artikel von BuzzFeeds.com, wo Maximilian heute immer noch mit beschäftigt ist, den zu übersetzen, der eigentlich an der Basis der Idee lag, von da aus ist das ausgebreitet, alles, was ich euch diese Sendung und wahrscheinlich auch die nächste Sendung noch erzähle, das wusste ich damals noch gar nicht, das ist erst später gekommen, aber dazu später dann mehr. Dieser BuzzFeeds-Artikel, der geht einem Menschen an die Nieren. Er geht einem ans Herz. Und die reine Erwähnung dessen, was in diesem Artikel stand, nur ein Teil davon, von Niklas in seinem Video, hat mich damals, also vor ein paar wenigen Wochen, davon überzeugt, dass ich dieses Thema jetzt endlich angehen werde. Der Kindesmissbrauch. Weil schlussendlich ist es ja so, ich könnte über dieses Thema stundenlang sprechen. Wir sind alle Kinder. Wir sind alle Söhne und wir sind alle Töchter. Egal wie alt wir sind alle mal klein gewesen und wir waren alle mal Söhne und Töchter von unseren biologischen Eltern hier auf der Erde. Aber wir sind vor allen Dingen alle Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern in Jesus Christus, Söhne und Töchter von unserem Heiligen Vater, der im Himmel ist. Alle. Und Kindesmissbrauch ist im Grunde der schlimmste Missbrauch, den es gibt, weil damit werden gerade die Seelen kaputt gemacht, die Leben in falsche Richtungen und Bahnen gelenkt, die noch total unschuldig sind. Aber es ist gerade eben auch diese Unschuldigkeit, die Leute wie Satanisten und sowas reizen, um an Kindern ihre Misstaten zu begehen. Weil Kinder eben noch unschuldig sind, noch rein sind, ja. Und das steht für etwas in deren Verständnis. Nur steht auch etwas dazu in meinem Verständnis. Jesus Christus zum Beispiel hat gesagt, bringt die Kinder zu mir. Ja? Jesus Christus hat gesagt, bringt die Kinder zu mir, weil sie noch ungelehrt sind. Sie haben noch nicht die Lügen dieser Welt angenommen. Sie nehmen noch die Wahrheit an, wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt, wenn er das erste Mal mit Wasser in Berührung kommt. Ganz einfach, weil sie noch unverfälscht sind, weil sie rein sind, aber im positiven Sinne. Satanisten haben das wieder in einem anderen Sinne. Und aus welchem Grund auch immer Kinder missbraucht werden, man sollte es niemals beschränken, deswegen sage ich das jetzt zum Anfang, dass wir es immer im Hinterkopf behalten, man sollte es niemals beschränken nur auf minderjährige Kinder. Natürlich ist der Missbrauch von Kleinkindern, von Kindern bis zum Alter von 10 und im Alter zwischen 10 und 20 auch schlimm. Aber auch ein 60-Jähriger, der misshandelt wird, ist ein Kind. Oder eine 75-Jährige, die misshandelt wird, ist ein Kind. Nämlich ein Kind Gottes. Kindermisshandlung ist also gleichzeitig die ganze Menschheit misshandeln. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt, den ich dabei bedenke, hier zu berücksichtigen. Weil wir sind alle Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel. Egal, wie alt wir sind. Aber gerade was mit den jungen Kindern gemacht wird hier auf dieser Erde, ist teilweise zu schlimm, um auszusprechen. Und ich möchte auch deswegen darüber sprechen, über dieses Thema, weil es mich persönlich berührt. Es berührt mich persönlich in einer Ebene ganz besonders. 1996, als hier in Belgien die Dutroux-Affäre rauskam, war ich hier in Belgien und mich hat das damals unglaublich geschockt, aber es hat mich nicht persönlich betroffen, weil ich nicht persönlich betroffen war. Ich war nur eine der
vielen Personen hier in Belgien, die gesagt haben, wie kann sowas passieren? Aber dann ein paar Jahre später hat meine Frau mich verlassen für einen Pädophil, um mit dem zusammenzuwohnen. Und seitdem interessiert mich diese Sache, weil es mich persönlich angeht. Weil mein damals 12-jähriger Sohn musste auf einmal mit meiner noch Frau, die mich verlassen hatte, und ihrem neuen Freund zusammenwohnen. Und dann kam meine Frau doch tatsächlich und sagte mir von, ja, die Polizei ist gekommen und die hat alle Computer beschlagnahmt, auch den Computer unseres Sohnes und. Also bin ich da auch persönlich mit reingezogen worden. Und deswegen nehme ich mir diese Kindermisshandlungssachen oftmals sehr zu Herzen. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen, diese Serie darüber zu machen. Und in dieser Serie werde ich auf Schreiben zurückgreifen, gleich am Anfang. Da werden wir gleich anfangen zu lesen von Richard Bennett, den ihr schon kennt. Ich habe da mal ein Video gemacht auf meinem Kanal, Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Schaut euch das an, wenn ihr das nicht kennt. Sehr sehenswert. Richard Bennett war 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche und ist durch die Gnade Gottes da rausgekommen. Offenbarung 18, Vers 4. Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Ja. Und hat sich seitdem gewidmet daran, um die römisch-katholische Kirche zu denunzieren, anzuzeigen, zu entblößen, als das, was sie ist. Der biblische, historische und prophetische Antichrist als der Papst, der an der Spitze der römisch-katholischen Kirche ist. Das tut Richard Bennett mit seiner Arbeit seitdem. Und der hat ein paar Schreiben verfasst, die wir lesen werden hier. Und in diesen Schreiben sind Fußnoten und Brunnen und teilweise werden wir in die Fußnoten und Brunnen auch mit reingehen. Deswegen wird es eine ziemlich langwierige Arbeit. Es wird nicht mit einem Video getan sein, es wird auch nicht mit zwei Videos getan sein. Es ist mir auch wurscht, wie viele Videos es dauert. Ich finde es eine sehr, sehr wichtige Serie und Sendung, dass wir uns darüber bewusst werden, dass ich, Jörg, ich schweige nicht zu dem Kindesmissbrauch. Ich schweige zu gar nichts, ja. Wenn es die Wahrheit angeht, dann brülle ich sie von den Hausdächern runter. Das empfinde ich als meine Aufgabe. Und gerade eben, dass man immer nur hinter vorgehaltener Hand über diese Kindesmissbrauch-Dinge spricht, oh, hast du schon davon gehört oder hast du das da gelesen und so weiter und so weiter? Nein, das muss raus an die Öffentlichkeit, da muss öffentlich drüber gesprochen werden, weil die römisch-katholische Kirche hat es sich zur Aufgabe gemacht, so schlimm es vielleicht auch klingt und so unglaubwürdig manche Leute das vielleicht auch finden, wenn sie es jetzt hören, vielleicht zum ersten Mal. Die römisch-katholische Kirche hatte sich zur Aufgabe gemacht, Pädophilie zu legalisieren. Und sie hat es bereits geschafft, Sodomie zu legalisieren. Vor ein paar hundert Jahren wurde man wegen Sodomie noch verurteilt und exekutiert. Ja? Heute bringt die römisch-katholische Kirche das raus mit ihrer Genderpolitik, alles was dazu gehört, als zwischen Anführungszeichen normal. Und wir, die wir normal sind, die wir Gott als unsere Autorität akzeptieren, Gott als unser Gewissen akzeptieren und dem seine Normen als unser Gewissen an die erste Stelle setzen, werden inzwischen als unnormal dargestellt. Und wer nicht sieht, dass diese ganze Agenda mit dem Transsexualismus und Genderismus und alles, was dazu hört und die sogenannte, zwischen Anführungszeichen, Homo-Ehe, also gleichgeschlechtliche Ehe, Sodomiten-Ehe und all diese Dinge, dass das nicht dahin führt, dass wir schlussendlich eben auch Pädophilie akzeptieren werden. Wer das nicht sieht, dem kann ich auch nicht helfen. Aber vielleicht kann ich ihm damit helfen, dass er sich diese Serie mal anschaut. Kindesmissbrauch ist eine Sache, die muss angeprangert werden. Ja? Und es ist Kindesmissbrauch, wenn ich Sodomie legalisiere. Weil die zwei, die sich sodomieren, sind auch Söhne unseres Herrn. Und durch die verkehrte Politik in dieser Welt werden die zwei in eine Sünde getrieben, von der sie nicht mehr loskommen. Und wer treibt die Menschen in Sünde? Der Teufel. Der große Widersacher von Jesus Christus. Und genau darum geht es hier auf dieser Welt. Um diesen geistigen Kampf zwischen dem Heiligen Geist und dem dämonischen Geist. Der Geist unseres Herrn und Meisters Jesus Christus und seines Vaters, unserem Vater im Gott, unserem Vater im Himmel, oder auf der anderen Seite der Geist des Dämonen Luzifer, der gefallene Engel, Satan, der Teufel, die Schlange, der Drache
und seine Mitarbeiter. Um diesen geistigen Kampf geht es und dafür müssen wir Stellung beziehen. Und ich beziehe Stellung für die weiße Seite. Ich ziehe meine Stellung auf der Seite des Rechts, des Gottes auf. Ich sage Ja zur Wahrheit und Nein zur Lüge. Ich sage Ja zur Aufdeckung der Taten, die im Dunkeln passieren. Und Kindesmissbrauch sind oftmals Dinge, die im Dunkeln passieren. Und das muss ans Licht. Und die Welt muss davon erfahren und die Welt muss es sich endlich zu Herzen nehmen. Weil was ist im Nachlauf von der Dutroux-Affäre passiert, wo die Kinder misshandelt und umgebracht wurden? Nix. 100.000 Leute sind mal durch Brüssel gegangen, haben eine Demo gemacht und dann haben sie da einen sogenannten weißen Wald gepflanzt auf der Autobahn, der E19 zwischen Brüssel und Antwerpen, der heute auch zum Teil wieder weggeholzt wurde. Musste in der Bahnstrecke weichen, das ist natürlich viel wichtiger. Der weiße Marsch und der weiße Wald und das war's. Und kein Schwein, das da heute noch drüber spricht. Die Sache ist 20 Jahre her. Mich berührt die Sache von Dutroux von damals immer noch. Mich berührt die Sache immer noch, dass meine Frau mich damals für einen verlassen hat, der selber wegen Pädophilie verurteilt wurde. Und das habe ich sogar im Fernsehen gesehen, ja, die Gerichtsverurteilung, wo er dabei stand. Habe ich aufgenommen sogar, also da gibt es Beweise für, das bin ich nicht so mal erzählt. Und weil mich das so beschäftigt, möchte ich dieses Video darüber machen. Und um dieses Video anzufangen, diese Einleitung fand ich sehr wichtig, dass ihr den Hintergrund meiner Gedanken versteht, warum ich diese Serie überhaupt mache. Aber um diese Serie jetzt anzufangen, werden wir kurz uns ein zweiminütiges Video anschauen, das Victor Deutsch untertitelt hat, das von Presence of God Ministry kommt. Schauen wir uns das mal eben an. If any of you have any doubt whatsoever as to how evil Roman Catholic priests actually are, check this out. The baby's crying, obviously, but it's upsetting the priest. He's going to act like he cares, he's going to act like he's caring for the child, but watch what happens in about 10 seconds. Bam, he labels the kid. The mother pulls back on the child. He doesn't want her to take the child back, right? Someone else steps in and tries to stop the priest, and then the dad grabs the baby. And he has to use some force to get the baby away from the priest who's faking compassion here now after hitting the child. And then, of course, the video stops, so we really don't know what happened after that. But do you remember these videos I did some time ago where a Catholic priest attacks a woman on camera and then, let's see, there was another one here. Oh, yeah, Catholics ask priests to actually abuse their children on camera where the mothers are bringing the children into the church and the priest just slapping the kids in the back of the head, knocking some of them down and kicking one of the girls. It's a couple of years, I can't really remember how many kids were in there, but it was quite a few. And now do you understand why it's so difficult to try to talk to Roman Catholics about their church? For them to allow stuff like this. Now granted, this couple that were bringing their child to be baptized, which is also totally unbiblical, didn't approve of this at all. But the other ones in this video here actually brought their children to be abused by the priest on camera. But here's the clincher. Everybody knows that the Roman Catholic priests have been molesting children for centuries, but yet they keep bringing their children to this church. That's why it's difficult to talk to them, because they have gotten so used to the lie. Truth has become a lie to them. Thank you for watching. God bless. Ja, da muss man natürlich, das muss man eben erstmal ein bisschen besinken lassen. Und das war nun auch nicht, zwischen Anführungszeichen, so furchtbar, was wir hier in diesem Video gesehen haben. Aber es geht auch gar nicht um die einzelne Tat in diesem Fall, dass der Priester hier dem Kind eine geklatscht hat, eine Ohrfeige gegeben hat, ein unschuldiges, kleines und vor allen Dingen wehrloses Kind in den Armen seiner Mutter an seine Brust mehr oder weniger gedrückt, sondern es geht um das Prinzip, und das ist genau das, was zum Ende des Videos hervorkam. Die römisch-katholische Kirche hat eine Geschichte des Kindesmissbrauchs, die geht 2000 Jahre weit zurück. Und das ist auch etwas, was wir auch in den nächsten Lesungen verfolgen wollen, was wir uns anschauen wollen. Wo kommt das her? Das ist genau wie in der Bibelstudie über Sodomie, wo ich den ersten Römerbrief analysiert habe, Verse 15 bis 32, und euch erklärt habe, dass die Ursache der Sodomie
das Nichtbeachten des zweiten Gebotes ist und die Strafe Gottes darüber. Und genau so ist das mit der Kindesmisshandlung auch. Diese vor allen Dingen eben sexuelle Kindesmisshandlung hat dieselben Wurzeln wie die Sodomie in der römisch-katholischen Kirche. Und das werden wir im Lesen der nächsten Texte jetzt uns anschauen. Es geht mir nicht darum, hier irgendwelche reißerischen Bilder oder sowas zu zeigen. Ja? Da ist dieses Video nicht drum. Aber ich habe mal ein paar Bilder vorbereitet, die ich bis jetzt auf dem Computer habe, die ich euch mal eben zeigen möchte. Da sehen wir zum Beispiel hier dieses Bild, ja, mit einem Plakat hochgehalten, Pope head of the biggest pedophile ring in the history of man. Der Papst ist an der Spitze des größten pädophilen Ringes in der Geschichte der Menschheit. Das ist ein Foto, das man sich mal anschauen sollte. Hier, herzlich willkommen zu Albany, Hauptstadt des Staats New York. Wir beschützen Kindesmissbraucher. Vatikan-Genozid, ja, also Völkermord des Vatikan. Die katholische Kirche mördert 50.000 oder ermordet 50.000 Kinder. Nuns arrested for torturing dozens of children. Das ist ein Artikel, den werden wir später in dieser Serie, glaube ich, auch nochmal besprechen. Nonnen werden hier arrestiert, also verhaftet, weil sie Dutzende von Kindern gefoltert haben. Das ist ein anderes Bild, das habe ich für ein anderes gebraucht. Waco sollte man auch nie vergessen, auch da wurden ja über 50 Menschen umgebracht bei der Erstürmung der amerikanischen Regierungsbeamten dieses Ministeriums in Waco in den frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und bei der Erstürmung sind auch mehr als 10 Kinder umgekommen, erschossen, verbrannt, teilweise lebendig verbrannt. Auch das zählt damit zu. Ja, dann mal eben gucken, welche Bilder habe ich hier noch. Hier haben wir natürlich das typische römische Mutter und Kind. Das ist nicht Maria und Jesus. Abgesehen davon, schaut euch mal die Haltung des Kindes an hier. Nein, das ist Semiramis und Tammuz natürlich. Hier, der Teufel im Detail. Augenzeugen berichten von internationalen Tribunalen über Verbrechen der Kirche und des Staates. Der katholische Papst und auch königliche Familien wurden für schuldig befunden von Vergewaltigung, Folterung, Opferung und Essen und Trinken von Blut und Fleisch von Kindern. www.itccs.org, ITCCS, da habe ich es auch früher schon mal drüber gehabt. Da spricht von diesem internationalen Gerichtshof, dem Kevin Annett angehört. Und der Kevin Annett ist einer der führenden Forscher in der Pädophilie-Agenda der römisch-katholischen Kirche weltweit. Dafür dieses Bild hier. Dann haben wir hier noch ein anderes Bild. Naja, da muss man sich nicht zu lange mit beschäftigen, mit solchen Dingen. Aber hier haben wir im Grunde genau dasselbe, wie es bereits damals zur Zeit des Alten Testaments galt. Hier wurden Kinder dem Moloch geopfert, ja, zu Zeiten Israels. Und dann haben wir hier noch ein paar Bilder. Das hier zum Beispiel, das soll dann so eine Parodie sein, das habe ich mal in einem Video gebraucht, deswegen habe ich es hier noch stehen. Was? Der Priester will keine Homo-Ehe erlauben? Ah, aber er hat eine wunderbare Zeit, um mit meinem Hintern zu spielen. Ja, das erscheint mir noch logisch, sagt der Junge hier. Besser gesagt, dem wird das hier in den Mund gelegt. Naja, und hier haben wir ja Child Protecting Service, ne, Jugendamt, die Kinder entführen. Und was mit entführten Kindern passiert, wenn die in den Heimen zurechtkommen, das ist eine Sache, die werden wir auch noch lernen während dieser Lesungen. Ja, und dann sind wir wieder beim Anfang hier. Also dann kann das weg. Das wollte ich nochmal eben kurz zeigen. Andere Bilder werde ich sehen, die ich nachher vielleicht noch brauche. Sind so ein paar Bilder, die ich mir schon mal rausgesucht habe. Aber jetzt fangen wir an mit der Lesung. Das ist der letzte Newsletter, den ich von Berean Beacon, von Richard Bennett empfangen habe. Ich habe mich darauf eingeschrieben, auf seinen Newsletter, und den bekomme ich regelmäßig zugeschickt. Teilweise sogar auch noch mit der Post. Die letzten 2 Monate habe ich keine Post mehr bekommen, aber ich habe ihn halt elektronisch bekommen.
Und Bruder Victor hat diesen Newsletter ins Deutsche übersetzt. Und er hält den Titel Die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder. Und dieser Titel geht nicht nur, oder dieser Newsletter geht nicht nur um Kindesmissbrauch, aber er geht auch um die Sodomie-Agenda. Also wir behandeln die zwei Dinge im Grunde gleichzeitig nebeneinander. Die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder. Vielleicht ist das der Titel, den ich gebrauchen werde für Video und die ganze Serie. Von Richard Bennett und Stuart Quint. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. So wissen wir, dass Jesus spricht in Matthäus Kapitel 18, Vers 6. Und im 1. Korintherbrief Kapitel 6, Vers 9 sagt der Apostel Paulus: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder. Die römisch-katholische Kirche widersetzt sich weiterhin den Warnungen Christi und seiner Apostel. Katholiken empören sich über Berichte von Kardinal Theodore McCarricks fortlaufendem homosexuellen Missbrauch, nicht so sehr, weil ein Kirchenmann gesündigt hat, sondern er dies in Schutz tat und ungestraft bleibt. In einem belebenden Oktoberaufsatz mit dem Titel Katholizismus nach 2018 weist First Things Redakteur Rusty Reno darauf hin, dass die Akzeptanz einer homosexuellen Subkultur im katholischen Klerus die Kernfrage der jüngsten Sexmissbrauchsskandale in der katholischen Kirche sei. Nun also, ich kann nicht jedes Mal, wenn ihr homosexuell steht, das Wort verändern, in, wie ihr wisst, dass ich immer Sodomie gebrauche. Ja? Lernt einfach, dass homosexuell ein politisch korrekter Ausdruck ist für den biblischen Ausdruck, wie Gott ihn gebraucht in seiner Bibel für Sodomie. Und es steht hier, dass diese sodomitische Subkultur die Kernfrage der jüngsten Sexmissbrauchsskandale der katholischen Kirche sei. Der jüngsten, ja, nur seit 2000 Jahren hat die römisch-katholische Kirche bereits eine Geschichte mit diesen Sexmissbrauchsskandalen. Nun ist es natürlich interessant, sich mal diesen Aufsatz anzuschauen, Katholizismus nach 2018 von Rusty Reno. Und deswegen gehen wir jetzt hier, weil hier ist Fußnote 1 und in Fußnote 1 sagt der Autor uns, hier geht es in dem Bericht, katholische Kirche leidet an Kultur der Leugnung des Homoklerikalismus. Hier ist der originale Breitbart-Artikel im Englischen, wenn man hier draufklickt. Wir gehen aber jetzt wieder hier nach oben und wir werden uns hier das Papier anschauen, das Victor für mich ins Deutsche übersetzt hat. Bericht. Katholische Kirche leidet an Kultur der Leugnung des Homoklerikalismus. Katholiken empören sich über Berichte von Kardinal Theodore McCarricks fortlaufendem homosexuellen Missbrauch nicht so sehr, weil ein Kirchenmann gesündigt hat, sondern er dies in Schutz tat und ungestraft bleibt, heißt es in einem neuen Artikel. Hatten wir ja hier bereits schon genau dasselbe gelesen, das hat der Richard Bennett also von hier übernommen. In einem belebenden Oktoberaufsatz mit dem Titel Katholizismus nach 2018 weist First Things Redakteur Rusty Reno darauf hin, dass die Akzeptanz einer homosexuellen Subkultur, also einer sodomitischen Unterkultur im katholischen Klerus, die Kernfrage der jüngsten Sexmissbrauchsskandale in der katholischen Kirche sei. Katholiken sind über McCarricks Missbrauch empört, sagt der Artikel, nicht so sehr wegen der moralischen Schwäche eines Mannes, als dass er dies ungestraft tat, geschützt durch die seelenlose Mentalität und vielleicht die Komplizenschaft derer, die ihre eigenen Geheimnisse zu bewahren haben. In seiner Analyse der offiziellen Reaktion auf sexuellen Missbrauch in den Vereinigten Staaten erklärt Reno, dass die strategische Reaktion der Bischöfe auf das Problem des sexuellen Missbrauchs der Kleriker im Großen und Ganzen eher dazu dient, ein schwelendes Problem geheim zu halten, als das Problem an den Wurzeln zu bekämpfen. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich das hier auch grün unterstrichen habe, ja, oder grün angestrichen habe. Das Problem muss an den Wurzeln bekämpft werden. Nur die römisch-katholische Kirche kann das nicht an den Wurzeln bekämpfen, weil dann würde sie sich morgen auflösen.
Die Wurzel ist genau das Problem. Ja? Wenn ich also dieses Problem an den Wurzeln bekämpfe, dann bekämpfe ich die römisch-katholische Kirche. Und ich kann ja nun nicht fragen, dass der Fuchs Ordnung im Hennenhaus hält, ne? Im Hühnerhaus. Das geht ja nun nicht. Das wird er ja nie tun. Und schon gar nicht wird er Ordnung in seinem eigenen Haus halten. Ne? Ich kann ja nicht, wie sagt man das so schön in Deutsch, den Bock zum Gärtner machen. Ne? Das geht nicht. Und über den Missbrauch, dass wir das hier verstehen, dieser sexuelle Missbrauch der Kleriker. Also hier sprechen wir jetzt über den Fall von dem McCarrick. Und ich will da gar nicht mal weiter drauf eingehen. Das tun wir in diesem Artikel noch genug. Aber sexueller Missbrauch ist ja vor allen Dingen auch, wie wir das schon gesehen haben, unter anderem in dem Film Spotlight. Habe ich ja, glaube ich, auch mal in einem anderen Video drüber gesprochen. Ich werde mal eben sehen, ob ich das Foto hier nochmal rausholen kann. Von dem Film. Das ist ein Film, noch gar nicht mal so alt, ein paar Jahre alt erst. Spotlight heißt er, mit unter anderem Michael Keaton hier, der als Schauspieler da mitspielt. Und das geht um den Boston Globe. Das ist eine real existierende Zeitung in Amerika, in Boston, die mit ihrem Untersuchungsteam, das Spotlight heißt, das ist ein Research-Team, den Missbrauch von römisch-katholischen Priestern an Kindern in Boston in den verschiedenen Gemeinden aufgedeckt hat. Und den Film kann man sich durchaus mal anschauen. Da wird natürlich nicht die ganze Wahrheit erzählt. Wir wissen ja, dass alle Medien in Besitz von Rom sind. Und Rom sagt niemals alles. Aber der Film ist an sich nicht uninteressant und gibt uns einen Einblick dahin, wie dieser Kindesmissbrauch überhaupt innerhalb der römisch-katholischen Kirche gehandelt wird. Und dass eben nicht die Wurzel angepackt wird. Der Punkt, den ich gerade eben ja bereits machen wollte. Na? Also, Reno, der von 1990 bis 2010 an einer Jesuitenuniversität lehrte, ja, das sagt uns ja auch schon wieder genug über diese Person, sagte, dass Jesuitenschüler in den 70er Jahren, Zitat, sodomitische Beziehungen als gesund empfunden haben, sogar für eine richtige Priesterausbildung notwendig. Das sagt der selbst an einer Jesuitenuniversität lehrende Rusty Reno. Sodomitische Beziehungen als gesund empfunden und als für eine richtige Priesterausbildung notwendig angesehen. Und der Mann hat 20 Jahre an einer Jesuitenuniversität gelehrt. Manchmal bestanden die Novizen darauf, dass sie die Agenten dieser Entwicklung seien, sagt er. Es ist noch nicht lange her, dass Homosexualität nicht nur von Geistlichen toleriert wurde. Nein, es wurde sogar von ihnen geschützt, behauptet Reno. Und es ist immer noch in einigen Bereichen so, wie McCarricks Karriere andeutet. Der Fall McCarrick wäre nicht einmal in den Nachrichten aufgetaucht, behauptet Reno, wenn nicht ein Minderjähriger missbraucht worden wäre. Also, hier spielt an erster Stelle noch nicht einmal der Missbrauch eines Erwachsenen eine Rolle, sondern der Fall ist nur aufgetaucht, weil ein Minderjähriger missbraucht wäre. Und komischerweise finden die Leute das ja immer schlimm, wenn einem Minderjährigen etwas passiert, aber sobald der volljährig ist, ist das ja gar nicht mehr so wild. Ja? Nach dem Motto, ich kann mein Kind 18 Jahre großziehen, dann ist es 18 und dann kann ich es an den Staat abgeben, dann kann es in den Krieg geschickt werden, dann kann es im Krieg sterben, weil dann ist es ja kein Kind mehr, dann ist es ja ein Erwachsener, dann ist es ja spielt es ja keine Rolle. Mein Sohn ist im Augenblick 26 und immer noch mein Sohn. Und wenn er 40 oder 50 oder 60 ist und ich lebe noch, ist er immer noch mein Sohn. Das Alter spielt da überhaupt keine Rolle. Und ich will das mit Minderjährigen gar nicht runterspielen. Natürlich ist es schlimm, wenn das Minderjährigen passiert. Aber auch wenn es Volljährigen passiert, Missbrauch ist immer schlimm. Und man muss da nicht irgendwelche künstlichen Grenzen setzen. Gott hat auch keine künstlichen Grenzen gesetzt. Er hat nicht gesagt, wenn du so und so alt bist und du machst das und das, ist das eine Sünde. Wenn du so und so alt bist und du machst dasselbe, dann ist das keine Sünde mehr. Nein. Die Gesetzesübertretung ist immer eine Sünde und wird immer auf die gleiche Art und Weise bestraft. Ja. Wäre es nicht zu Offenbarungen über Sex mit Minderjährigen und Machtmissbrauch gekommen, hätte McCarrick eine viel beachtete kirchliche Eminenz bleiben können, sagt Reno hier.
Er war Teil eines viel größeren Quasi-Geheimnisses über schwule Geistliche, das sogar den Besten unter den Männern impliziert und sie in der Weise untergräbt, dass unangemessene, offen tolerierte Korruption die Moral jeder Einheit zerstört. Reno zufolge, ein ganz wichtiger Satz. Also, dem jesuitischen Lehrer Reno zufolge ist das Problem der grassierenden sodomitischen Praxis im Priestertum auf den Jesuitenorden zurückzuführen, aber auch darüber hinaus. So, also hier sagt er etwas und dann nimmt er das gleich wieder weg. Natürlich auch darüber hinaus. Die sodomitische Praxis im Priestertum der römisch-katholischen Kirche ist nicht nur auf den Jesuitenorden zurückzuführen, sondern auf die Basis der römisch-katholischen Kirche im Allgemeinen. Weil die römisch-katholische Kirche eine idolatorische Religion ist. Eine, die sich nicht an das zweite Gebot Gottes hält. Ja? Und ich habe hier als Kommentar zugeschrieben, die Frage gestellt, mehr oder weniger, ja, sagt der Reno das hier, dass die Jesuiten an der das Problem der grassierenden homosexuellen Praxis im Priestertum sind, weil sie der Jungfrau Maria gewidmet sind? Wer stellt denn die ganzen Statuen auf? Wer widmet denn ihren ganzen Orden an die Jungfrau Maria? Die Jesuiten, ne? Und zwar nicht an die wirkliche Jungfrau Maria, sondern an die Semiramis, die Königin des Himmels, natürlich. Im Jahr 2003 bezeugte der jesuitische Moraltheologe James Keenan eine Verfassungsänderung aus Massachusetts, in der die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau definiert wurde. Jetzt kommt's. Eine solche Maßnahme widerspreche dem Beharren der Kirche auf die Menschenwürde von Homosexuellen. Father James Martin, ebenfalls von der Societas Jesu, verfolgt eine ähnliche pro-schwule Linie. Also, wir haben einen jesuitischen Moraltheologen, James Keenan, der eine Verfassungsänderung in Massachusetts definierte, in dem die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau definiert wurde. Er bezeugte, ja, also im Jahr 2003 bezeugte der jesuitische Moraltheologe eine Verfassungsänderung aus Massachusetts. Also mit anderen Worten, da wurde aus der Verfassung rausgestrichen, dass eine Ehe nicht mehr zwischen einem Mann und einer Frau definiert ist, sondern eben auch zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau, eben gleichgeschlechtlichen. Da geht es hier drum. Eine solche Maßnahme widerspreche dem Beharren der Kirche auf die Menschenwürde von Homosexuellen. Welche Maßnahme? Die Maßnahme, dass man in einer Verfassung definiert, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau definiert ist. Diese Maßnahme widerspricht dem Beharren der Kirche auf die Menschenwürde von Sodomiten. Ja? Die katholische Hierarchie habe beschlossen, ich weiß jetzt nicht, warum das angeht, ich habe mich auf nicht stören gesetzt. Die katholische Hierarchie habe beschlossen, ihre Rolle bei der Verteidigung der traditionellen christlichen Sexualmoral, insbesondere hinsichtlich der Homosexualität, aufzugeben, sagt er. Die katholische Hierarchie habe beschlossen, ihre Rolle bei der Verteidigung der traditionellen christlichen Sexualmoral, also der Definition einer Ehe zwischen Mann und Frau, insbesondere hinsichtlich der Homosexualität, aufzugeben. Also, um Homosexualität, um Sodomie zu fördern. Unter den Kirchenführern gibt es keinen Grund für einen Kampf um den homosexuellen Geschlechtsakt zwischen einwilligenden Erwachsenen, auch nicht, wenn einer von ihnen ein Geistlicher ist, bemerkt Reno. Der sündhafte Sex mit Minderjährigen und Machtmissbrauch von McCarrick stimmen mit der Moral der Zustimmung bzw. Einwilligung unserer Kultur überein. Dieser Ansatz deutet darauf hin, dass das kirchliche Establishment auf sicherem, säkulärem Terrain operieren möchte, nicht auf der Tradition der Kirche, die schmerzhaft kontrovers diskutiert wurde. Dies hat zu einer gefährlichen Verschwiegenheit hinsichtlich der sexuellen Moral im Priestertum geführt, sagt Reno. Zitat von Reno: Es ist schmerzlich anzuerkennen, dass homosexuelle Zügellosigkeit unter den Geistlichen
sogar auf den höchsten Ebenen der Kirche, toleriert werden. Es wird nicht nur toleriert, es wird sogar praktiziert. Diese nicht auf Konfrontation ausgerichtete Politik hat dazu geführt, dass die pastorale Aufsicht praktisch ad absurdum geführt wurde, sodass einige große Diözesen schwule Gemeinden an der Front sexueller Befreiung haben, sagt Reno. Diese Strategie der Duldung habe zu einem Rückschlag unter den katholischen Gläubigen geführt, die jedoch mehr von ihren Hirten erwarten. Die Wut den Gläubigen sei durch eine erste Welle der Leugnung, die Wut der unter den Gläubigen sei durch eine erste Welle der Leugnungen geschürt worden. Kann man den nächsten Satz zusammenfassen. Die Wut unter den Gläubigen eben über diese Haltung gegenüber der Sodomie sei durch eine erste Welle der Leugnungen geschürt worden. Also die Kirche bestreitet erstmal alles. Nein, tun wir nicht. Nein, wir sind keine Sodomiten. Nein, wir befördern keine Homosexualität. Und so weiter und so weiter. So werden die Wütigen erstmal beschwichtigt. Dass sich die Dinge dann beruhigen. Ja? Wohin dies letztendlich führen wird, ist unklar, räumt Reno ein. Aber im Moment deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die Laien nur ein Austrocknen des Sumpfes akzeptieren werden. Soweit der Artikel hier über die die katholische Kirche leidet an Kultur der Leugnung des Homoklerikalismus. Natürlich leidet sie darunter, dass sie es leugnen muss. Aber sie wird es mehr und mehr zugeben in der Zukunft. Und es wird mehr und mehr Mainstream, dass die römisch-katholische Kirche homosexuell ist oder sodomitisch ist. Es wird Mainstream werden. Es wird gesellschaftlich akzeptiert werden auf die Art und Weise, wie sie das den Menschen unterbringen. Das war der Artikel der ersten Fußnote, auf die wir hier eingegangen sind. Und mit dem nächsten Satz kommen wir schon gleich in die nächste Fußnote mit rein. Aber wir werden doch erstmal den ganzen Absatz hier lesen. Diese Enthüllungen bekräftigen die Punkte, die wir vor über einem Jahrzehnt bei der Aufdeckung der Ursache der katholischen Sexskandale gemacht haben. Hier geht es also um einen weiteren Newsbrief von Richard Bennett in der Fußnote. Deswegen gehen wir da mal kurz rein, dann könnt ihr das sehen. Hier, Richard Bennett, Autor Die Wurzel der katholischen Sexskandale vom Berean Beacon von 2003. Also das ist schon ein paar Jahre alt. Aber das Thema ist ja auch noch viel älter. Von daher. Und wir gehen jetzt gleich in das Schreiben von Berean Beacon. Also wir sind jetzt hier in einem Schreiben von Richard Bennett von Berean Beacon. Ja. Mit den die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder. Und wir gehen jetzt gleich von hier aus sogar noch in einen älteren Newsbrief von ihm von vor knapp 15 Jahren. Die autoritäre Kontrolle des Vatikans über den Klerus und die Laien verstößt gegen das Führungsprinzip von Jesus Christus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den er hier macht. Deswegen nehme ich das noch eben mit, bevor wir in die Fußnote reingehen. Die autoritäre Kontrolle des Vatikans über den Klerus und die Laien, also mit anderen Worten über alle, verstößt gegen das Führungsprinzip von Jesus Christus, weil Jesus Christus hat gesagt, einer ist euer Meister, Jesus Christus, und ihr alle seid Brüder. Brüder und Schwestern, um es geschlechtlich korrekt zu nennen. Ja? Ihr alle seid Brüder. Durch die Eingeständnisse von führenden katholischen Seminaristen praktizieren circa die Hälfte der gegenwärtigen römischen Geistlichen sodomitische Sünde, homosexuelle Sünde, sodomitische Sünde. Die Hälfte der gegenwärtigen Geistlichen. Und ich kann da nur anraten, wenn die Leute, wenn ihr das ein bisschen selber noch studieren wollt, dann geht mal auf die Webseite von Presence of God Ministry, wo ja der Artikel, dass das Video herkam, das wir vorhin geschaut hatten, und der Ansporn für mich von dem anderen Video, was wir später noch schauen werden, herkam, um das zu sehen. Das übrigens, Victor hat das Video schon auf seinem Kanal hochgeladen, also wenn ihr das jetzt schon sehen wollt, dann könnt ihr euch das da gerne anschauen. Das ist ein 8 Minuten langes Video. Geht auf die Seite von presenceofgodministry.org und schaut euch die Hunderte, wenn nicht Tausende von Webseiten und Links an, die er bei sich auf der Webseite stehen hat, um anzuzeigen, dass die homosexuelle Sünde, wie das hier steht, der römisch-katholischen Kirche von Anfang an eingeimpft ist.
Es ist kein Wunder, fährt der Autor fort, dass die katholische Kirche in einer solchen Unordnung ist. In Bezug auf die Führung des Volkes des Herrn sagt die Heilige Schrift, wie wir im Hebräer 13, Vers 7 lesen können, Zitat, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ha, und die römisch-katholische Kirche sagt, Rom sagt, tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Ja? Die predigen das eine und tun natürlich das andere. Ahmt ihren Glauben nach, na, den Glauben der römisch-katholischen Kirche, sollten wir besser nicht nachahmen. Aber ich glaube, es ist jedem verständlich, worüber wir hier sprechen. So, und jetzt werden wir hier Text 1b öffnen. Habe ich euch ja bereits erzählt. Das ist hier die Wurzel der katholischen Sexskandale. Und hier werden wir uns jetzt noch kurz mit beschäftigen bis zum Ende dieses ersten Videos. Das ist also jetzt der Newsbrief von Richard Bennett von 2003. Die Wurzel der katholischen Sexskandale. Wir hatten hier ja gerade gelesen, dass sie an die Wurzeln nicht rangehen wollten. Ne? Das war hier in diesem Artikel. Ne? Wo stand das denn hier? Ihr erinnert euch noch, was ich gesagt hatte, von die Wurzeln werden nicht angepackt. Über den Moraltheologen. Find jetzt das Stück hier nicht, aber wir wissen, dass wir eben an die Wurzel gehen müssen. Also Richard Bennett schreibt hier in 2003, während die USA in einen katholischen Sexmissbrauchsskandal verstrickt sind, werden ähnliche Ereignisse in anderen Ländern offenbart. Von allen Ländern, in denen Berichte zu sexuellem Missbrauch die römisch-katholische Kirche in Verlegenheit gebracht haben, gehört Irland zu den am stärksten Betroffenen. Richard Bennett übrigens ist geborener Ire, von daher oftmals sein Bezug zu Irland. In diesem vorwiegend römisch-katholischen Land mit nur 3,8 Millionen Einwohnern, die aus ihrem inzwischen weitgehend geschlossenen Netzwerk von Priesterseminaren weltweit Priester entsendet hat, wurden im vergangenen Jahrzehnt mehr als 100 Priester verurteilt, weil sie Kinder missbraucht hatten und die Beziehung zwischen Staat und Kirche zerrissen war. Weil sie Kinder missbraucht hatten. Das ist ja das Thema unseres Abends hier, unserer Lesung hier. Das ist das Thema dieser ganzen Serie. Kindesmissbrauch. Innerhalb von einem Jahrzehnt wurden in Irland alleine mehr als 100 Priester verurteilt, weil sie Kinder missbraucht hatten und die Beziehung zwischen Staat und Kirche damit zerrissen haben. Ich komme nochmal zurück auf den Film Spotlight. Schaut euch den mal an. Lernt da ein wenig von. Wenn man dieses Hintergrundwissen hat, versteht man diese Dinge hier noch oftmals viel besser. Bischöfe haben sogar zugegeben, dass sie häufig von Missbrauchsvorfällen wussten, aber pädophile Priester in neue Pfarreien überführten, anstatt die Polizei zu benachrichtigen, was sie inzwischen als Fehler eingestanden hatten. Einer der ersten öffentlichen Fälle löste 1994 den Zusammenbruch der Regierung aus. Ja, auch hier hat Viktor die Fußnoten angesprochen, aber das, wenn man das nachlesen will, muss man sich leider damit abfinden, dass was nicht mehr aufzufinden ist. Die Quelle findet man nicht mehr von dem Artikel, den Richard Bennett in seinem Original bekannt gibt. Also, während der Fall in den USA die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war dies tatsächlich ein weltweiter Skandal, in dem Vorfälle in vielen Ländern der Welt dokumentiert wurden. Die meisten Vorkommen finden in den katholischen Ländern statt, in denen sich die Kirche in der höchsten Verehrung befindet, wie in lateinamerikanischen Ländern, also Brasilien, Argentinien, Bolivien hauptsächlich. Viele Katholiken sind verärgert über Kindesmissbrauch durch ihre Priester und fordern die Entfernung korrupter Bischöfe. Sie fordern Reformen, sie fordern Wiedergutmachung und sogar Entschädigung. Es gibt viele solcher Gruppen, die hier im Advocate Web vernetzt ist. Das kann man sich dann im Internet anschauen, durch hier drauf zu klicken. Es gibt viele solcher Gruppen. Eine dieser Forderungen lautet, dass korrupte Bischöfe gehen müssen. Das ist die Organisation STOP, die sich dafür gegründet hat. Zeige ich euch mal eben. Wenn man hier draufklickt, hat der Viktor ganz toll gemacht, dann kommt man hier auf die natürlich englische Webseite.
stop speaking truth to power. Ja? Speak truth to power. STTP oder OP. Stop. Wurde geformt in Antwort auf in 2002 Offenbarungen oder Veröffentlichungen von sexuellem Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Ein Überlebender oder eine Überlebende, Kathy Dwyer, hat kürzlich erklärt, wie unsere wöchentlichen was unsere wöchentlichen Treffen für sie gemeint haben und was sie meant to her, saying that we have been recently explained what our weekly vigils have meant to her, saying that we have been making visible what was, da geht's dann so weiter. Also, eine Überlebende, die Cassie Dwyer, hat vor kurzem erklärt, was unsere wöchentlichen Treffen für sie bedeuten, indem sie gesagt hat, macht das Sichtbare, das sichtbar machen, was unsichtbar war, eine Stimme geben an das, was schweigend war oder was still war und ein Zeugnis tragen für da, wo kein Zeugnis war. Also mit anderen Worten, das ist die Aktion, die S-Top da erreicht hat. Das sagt diese eine Überlebende, die Kathy Dwyer. Also noch einmal, sichtbar machen, was unsichtbar war, einer Stimme geben an dem, was still war, was geschwiegen hat oder eben auch Zeugnis geben von einer Sache, wo vorher kein Zeugnis war. Das ist die Aufgabe von Stop. Ja? Und deswegen referiert Richard Bennett hier drauf, wenn er sagt, es gibt viele solcher Gruppen. Eine dieser Forderungen lautet, dass korrupte Bischöfe gehen müssen. Während die Katholiken die Aufdeckung der Tatsachen fordern, hat der Vatikan seit vielen Jahren strengste Geheimhaltung in Fällen von Kindesmissbrauch angeordnet. Der Befehl wurde in lateinischer Sprache verfasst und 1962 aus dem Vatikan verschickt und ist mit dem Siegel von Papst Johannes dem 23. versehen. Das Dokument besagt, Zitat, die Angelegenheit sollte auf die geheimste Weise verfolgt werden. Sie sollen durch ein ewiges Schweigen gebremst werden. Und alle, die sich auf das Tribunal beziehen, ist das strengste Geheimnis zu beachten, das allgemein ein Geheimnis des Heiligen Amtes betrachtet wird, unter der Strafe der Exkommunikation. Während die ernsten Sorgen gewöhnlicher Katholiken durchaus lobenswert sind, sind sie nur eine reine humanistische Antwort auf verdorbenes Verhalten. Es gibt hier ein paar interessante Dinge, die ich zum Abschluss dieser Sendung noch kurz erklären möchte aus diesem Zitat. Der Befehl wurde in lateinischer Sprache verfasst. Interessant ist, dass wir, wenn wir uns mit Berean Beacon, mit Richard Bennett beschäftigen, Richard Bennett aufgrund der Tatsache, dass er, nicht nur der Tatsache, sondern aufgrund seiner Ausbildung, er war 22 Jahre Priester in der römisch-katholischen Kirche und er spricht Lateinisch genauso gut, wie ich Deutsch spreche. Und er spricht nicht nur Lateinisch so gut, sondern er kennt auch die ganzen päpstlichen Enzykliken, päpstlichen Schreiben, Rundschreiben und Bullen, die alle in Latein verfasst werden und nimmt die in der lateinischen Sprache auseinander, analysiert sie und übersetzt das dann ins Englische und das ist in vielen seiner Newsbriefe und seiner Videos, die man auf seiner Webseite Berean Beacon finden kann, zu finden. Dafür ist Richard Bennett ganz toll und ich kann das sehr gut bestätigen, weil als ich angefangen habe mit Hour of the Truth, das war glaube ich irgendwann 2015 jetzt, vor knapp 3 Jahren im Deutschen, im Englischen war das ja. Die ersten paar Sendungen, die von Hour of the Truth gemacht hatten, die waren eine Analyse zusammen mit Tom Fress von der gemeinsamen Glaubenserklärung der römischen Katholiken mit der lutheranischen Kirche. Ja, das war dieser Vertrag, den sie 1999 unterschrieben hatten. A Joint Doctrine of Justification, ja, also ihre gemeinsame Erklärung zur Erlösung, zur Erlösungsfrage, die lutheranische Kirche unterschrieben hat, womit die lutheranische Kirche kapituliert hat und wieder unter die Fittiche von Rom zurückgegangen ist und den Protest aufgegeben hat im Grunde. Und dieses Schreiben hat Richard Bennett analysiert und uns kennbar gemacht in einem Schreiben. Und das habe ich mit Tom Fress damals vorgelesen und analysiert in, ich glaube, 3 Sendungen, die ersten 3 Sendungen von Hour of the Truth im Englischen. Also wer Englisch sprechen kann, für den ist das sehr interessant, sich das anzuschauen. Ja,
Mal eben schauen, wie weit wir sind. Wir sind schon bei einer knappen Stunde, ne? Oh, wir haben noch ein paar Minuten. Schön. Also, der Befehl wurde in lateinischer Sprache verfasst und der Vorteil von Richard Bennett und seinen Schreiben, deswegen sind seine Schreiben im Total immer sehr schön, um sich anzuschauen und um zu studieren, weil er eben dieses Latein kann. Und 1962 aus dem Vatikan verschickt worden. Das ist genau zu Beginn oder gerade vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das fing ja im Dezember 1962 an. Mit dem Siegel von Antichrist Papst Johannes dem 23. Das Dokument besagt, die Angelegenheit sollte auf die geheimste Weise verfolgt werden. Sie sollen durch ein ewiges Schweigen gebremst werden. Was haben wir jetzt gerade eben hier auf dieser Seite gelesen? Was sagt die Überlebende? Kathy Dwyer, ja, macht sichtbar, also diese Vereinigung macht sichtbar, was unsichtbar war, gibt eine Stimme dem, was schweigend war, und bringt Zeugen, wo vorher keine waren. Genau damit beschäftigt sich diese Organisation, was hier in diesem Brief aus dem Vatikan gesagt wird. Die Angelegenheit sollte auf geheimste Weise verfolgt werden, sie sollen durch ein ewiges Schweigen gebremst werden und alle, die sich auf das Tribunal beziehen, ist das strengste Geheimnis zu beachten, das allgemein als ein Geheimnis des Heiligen Amts beachtet wird, unter der Strafe der Exkommunikation. Während die ernsten Sorgen gewöhnlicher Katholiken durchaus lobenswert sind, sind sie nur eine rein humanistische Antwort auf verdorbenes Verhalten. Mit anderen Worten, bla bla. Und dann gehen wir hier in die Fußnote Nummer 2 rein. Und hier hat uns der Viktor einen Artikel übersetzt, der aus der Telegraph News kommt, mit dem Originaltitel Vatican Order Child Abuse Cover Up. Also der Vatikan hat den Kindesmissbrauch gefordert, um den Skandal nicht an die Öffentlichkeit zu lassen, mit anderen Worten. So, klicke ich hier und dann kommen wir zu dem übersetzten Text. Viktor hat sich wirklich ganz toll, ganz viel Arbeit damit gemacht. Also, lesen wir jetzt zum Abschluss noch diesen letzten Artikel aus dem Telegrafen vom 18. August 2003. Vatikan befahl, Kindesmissbrauch zu vertuschen. Ein vor 40 Jahren verfasstes Dokument, hatten wir ja gerade drüber gelesen, von Papst Johannes dem 23., in dem leitende Katholiken angewiesen wurden, Fälle von sexuellem Missbrauch oder Exkommunikation zu vertuschen, wurde gestern in Amerika veröffentlicht. Der in lateinischer Sprache verfasste Befehl wurde von 1962 aus dem Vatikan verschickt und ist mit dem Siegel von Papst Johannes dem 23. versehen. Daniel Scheer, ein texanischer Anwalt, deckte das geheime Dokument in einem lateinischen Brief auf, der im Internet gefunden wurde und sich auf das Verbrechen der Anwerbung bezog. Er sagte, dass dies Anweisungen an den Klerus waren, wie bei sexuellem Missbrauch vorzugehen ist, der im Rahmen der konfessionellen Beziehung zwischen einem Büßer und einem Priester und obszönen Handlungen von Geistlichen mit jungen Mitgliedern der Kongregation beider Geschlechter oder mit Tieren eingeleitet worden sei. Sodomie und, wie sie das heute nennen, Zoologie. Ja. Herr Scheer sagte, das Dokument sei, Zitat, wie eine Atomwaffe, Ende Zitat, als es die Verschwörung des Schweigens im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche aufdeckte. In dem Dokument heißt es, Zitat, die Angelegenheit sollte auf geheimste Weise verfolgt werden. Sie sollen durch ein ewiges Schweigen gebremst werden und alle, die sich auf das Tribunal beziehen, ist das strengste Geheimnis zu beachten, das allgemein als ein Geheimnis des Heiligen Amts betrachtet wird, unter Strafe der Exkommunikation. Also wenn man diese Regel nicht betrachtet, wenn man nicht das ewige Schweigen einhält, wenn man sich auf dieses Tribunal bezieht, dann wird man exkommuniziert. Ein katholischer Kirchensprecher sagte, ein zweites Dokument wurde 1983 für Bischöfe in England und Wales erstellt und würde die Fassung von 1962 ersetzen. Herr Scheer bestand jedoch darauf, dass im Brief vom Mai 2001 klar angegeben wurde, dass die ursprünglichen Anweisungen des Vatikans immer noch Vorrang hatten. Immer noch Vorrang haben, weil die römisch-katholische Kirche ist semper eadem und was sie einmal sagt, das nimmt sie nicht zurück. Die römisch-katholische Kirche ist
unveränderlich. Ja? Scheer bestand darauf, dass im Brief vom Mai 2001 klar angegeben wurde, dass die ursprünglichen Anweisungen immer noch Vorrang hatten. Also, obwohl sie 1962 rauskamen, knapp 40 Jahre hiervor, haben sie immer noch Vorrang, immer noch Gültigkeit. Ein Sprecher von Cardinal Murphy O'Connor, Chef der katholischen Kirche in England und Wales, sagte, er habe nie die Richtlinie von 1962 gekannt und sei erst 1977 der Kirche beigetreten. Und so meinen solche Leute sich dann davon zu entschuldigen. So, wir gehen jetzt hier zurück zum oberen Teil dieses Absatzes und werden nächstes Mal die Hand in Gottes Vorsehung lesen, in dem dieser Newsbrief von Richard Bennett von 2003 weitergeht, der ja nur eine Fußnote ist in seinem letzten Newsbrief über die Wölfe Röms jagen sogar die Kinder. Ihr seht also, wie weit das geht, weil der eigentliche Artikel, den ich besprechen wollte, über die Nonnen, die Kinder missbraucht haben, vom Buzzfeed, da kommen wir noch lange, lange nicht zu. Wir arbeiten die Sache wirklich so gut, ich und meine Brüder, die mit mir zusammenarbeiten in der Übersetzungsarbeit, Maximilian und Victor, die ganz tolle Arbeit leisten hier, wir arbeiten das wirklich von Grund auf an. Wir wollen das Problem bei der Wurzel anpacken. Anders als die römisch-katholische Kirche gehen wir an die Wurzel und wir ziehen die Wurzel raus und dann zeigen wir die Wurzel der ganzen Welt und sagen, hier, das macht die römisch-katholische Kirche. Willst du wirklich mit einem guten Gewissen am Sonntag in die Kirche gehen? Welchem Gott willst du glauben? Dem Gott, der in seinem weißen Kleid in Rom auf einem goldenen Stuhl sitzt? Oder dem Gott der Bibel, der die Erde und alles, was darin ist, gemacht hat und der seinen einzigen eingeborenen Sohn vor 2000 Jahren geschickt hat, dass er sein Leben lässt für uns, dass er Sünde wird für uns und dass er uns reinwäscht für alle Ewigkeit, dass wir mit ihm in Ewigkeit, in Ruhe, in Frieden und ohne Missbrauch leben können. Wenn ihr nicht wisst, von welchem Gott ich spreche, dann lest eure Bibel. Maranatha.